Energiebetrachtung. Wir sind gerade in der siebten und sind in Physik und wollen mal sehen, ob man da was machen kann. Ich hatte Folgendes gemacht. Ich hatte ein Klassenbuch genommen und habe das Klassenbuch vom Tisch hochgehoben und habe das Klassenbuch dann wieder runterfallen lassen. Und da haben wir eins gehört. Je höher, desto Klatsch, sage ich jetzt mal so blödsinnig dazu. Je höher, desto Klatsch, meine ich. Wenn ich das Klassenbuch hochgehoben habe und habe es runterfallen lassen, dann hat sich das hier unten als Klatschen geäußert. So, die Energie, die ich ihm zugeführt habe, die nennt man hier oben potenzielle Energie. Also E-Pot schreibt man da als Index-Pot, potenziell. Wenn das Buch aber wieder runtergefallen ist, dann ist es immer schneller geworden. Und wenn es unten lag, dann hatte es eine hohe Ekin, kinetische Energie. So, und je höher ich das gehoben habe und runterfallen lassen habe, umso lauter hat es geklatscht, das heißt, umso schneller wurde es hier unten. Man kann also sagen, dass das, was ich an potenzieller Energie zugeführt habe, hier unten wieder beim Runterfallen wieder genau in kinetische Energie umgewandelt wurde. Und dann lag es da und dann war es gut. Das heißt also, ich kann sagen, was ich zugeführt habe, ist genau das, was sich dann wieder zurückverwandelt hat. Und das ist ja gar nicht so überraschend. Denn Energie wird ja bloß von einer Form in die andere umgewandelt. Beispiel, kinetische Energie wird umgewandelt in elektrische Energie. Elektrisch, das haben wir zum Beispiel beim Fahrraddynamo, ne? Ich bewege ein bewegtes Rädchen hier oben am Dynamo und hier habe ich meinen Fahrraddynamo dran. Der erzeugt elektrische Energie zum Leuchten für meinen Scheinwerfer und dann, je schneller ich fahre, umso heller brennt die Lampe.